Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von Radio Dresden. Für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden beginnt mit der Reise ins Trainingslager die heiße Phase der Sommervorbereitung. Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld heißt die Destination im Jahr 2020. Ein Ort mit viel Geschichte, denn unweit vom Mannschaftsquartier verlief einst die innerdeutsche Grenze. Einer, der sich auf das 10-tägige Trainingslager und seine Heimat in Thüringen besonders freut, ist Marco Hartmann. Ja, auf jeden Fall. Also, als Bernie mir erzählt hat, wo wir hinfahren, habe ich mich schon gefreut, weil es halt auch vielleicht die Möglichkeit gibt, meine Mama mal zu sehen. Mal gucken, wie wir das regeln hier, ob wir das dürfen. Aber es sind halt schon altbekannte Stätten. Ich war auf dem Fußballplatz zwar damals noch als 7- oder 8-Jähriger, aber so ein bisschen kenne ich mich auch aus. Das wird eine Mischung sein. Wir müssen körperlich zulegen, gerade in Zweikampfform, werden morgen auch anfangen. 4-4 Spieler, einfach wo man dann viel Tempo machen muss, viele 1-gegen-1 Situationen hat, einfach nochmal intensiver lernen zu arbeiten. Dann werden wir taktisch arbeiten, haben da auch noch einfach was zu arbeiten an der Abstimmung, offensiv wie defensiv. Und dann haben wir natürlich auch zwei interessante Spiele mit Braunschweig und mit Norwich, auf die wir uns freuen können. Insgesamt 25 gesunde Spieler hat Cheftrainer Markus Kocinski mit in den Kurort nach Thüringen genommen. Mit dabei alle 12 Sommerneuzugänge, die ab jetzt bis zum Saisonstart Mitte September als echte und funktionierende Einheit zusammenwachsen müssen. Ja, denke ich schon. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ein paar Tage zusammen. Ich glaube, jeder weiß schon mittlerweile, wie der andere auch tickt und vielleicht was für Macken er hat. Ich glaube, im Trainingslager werden wir uns noch ein bisschen genauer kennenlernen. Ich glaube, das ist auch so der größte Punkt, was uns jetzt erwarten wird. Sowohl menschlich als auch sportlich können wir uns noch mal genauer aufeinander abstimmen, wissen, wie jeder andere dann am Ende tickt. Und ich glaube, so ein Trainingslager ist da dafür immer sehr sinnvoll. Gute Ratschläge wird dabei ganz sicher auch Marco Hartmann als dienstältester Akteur der SGD einbringen. Seit mittlerweile 7 Jahren schnürt er seine Fußballschuhe im Dynamo-Trikot. Ein in sich ruhender Mensch, der auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Na, ich glaube schon, dass ich die letzten Jahre viel reflektiert habe, was gut lief, was nicht gut lief. Man weiß immer in einer gewissen Situation nicht zwingend, wie man handeln muss, damit irgendwas besser wird. Aber über die Erfahrungen der Jahre hinweg, glaube ich, habe ich viel beobachtet, was gut tun kann, wo man eingreifen kann. Und mittlerweile bin ich auch als Persönlichkeit, auch mit 32 Jahren, jetzt so weit gereift, dass ich da null Bedenken mehr habe, das einzubringen, das anzusprechen auf allen Ebenen, wo es notwendig ist. Und ich denke, genau das werde ich machen. Die SGD umgibt hier eine ganz besondere Magie aus positiven Erinnerungen. In den Jahren 2010 und 2015 besuchte die Sportgemeinschaft bereits die Region im Eichsfeld, um sich auf eine Drittligasaison vorzubereiten. Die logische Konsequenz des 5-Jahres-Rhythmus wäre ein äußerst erfolgreicher Saisonausgang im Jahr 2021. Ja, verlassen sowieso nicht. Im Endeffekt führt das nur dazu, dass die Erwartungen, die sowieso hoch sind, noch ein bisschen höher werden. Aber ich glaube, genau das wird die Kunst sein, dieses Jahr damit umzugehen. Das habe ich ja vorher nicht gewusst. War jetzt nicht die Entscheidung deswegen, sondern wir wollten in Deutschland bleiben, wollten einfach gute Gegebenheiten haben, wo es nicht weit weg ist, wo uns Corona jetzt auch nicht zu sehr plagt. Und deswegen haben wir uns hierfür entschieden. Ich glaube, dass wir es gut getroffen haben. Der Rest, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Sondern es gilt jetzt, die richtigen Schritte zu gehen, wirklich hart zu arbeiten, zusammenzuwachsen. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft zusammen haben. Es macht Spaß, auf dem Platz zu stehen, so wie du gesagt hast, die Bereitschaft und auch dieser Bock, wirklich auf dem Platz zu stehen, der ist da. Und der Rest, werden wir uns erarbeiten. Insgesamt 9 Trainingstage und 2 Testspiele erwarten die Spieler der SGD. Eine positive Arbeitseinstellung ist in der neu zusammengestellten Mannschaft vorhanden. Es ist auf und neben dem Trainingsplatz alles angerichtet, um sich hier im Camp voller Leidenschaft auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Ja, ich glaube, wir haben eine ganz, ganz gute medizinische Betreuung. Hatte ich jetzt in den letzten Tagen auch schon öfters bemerkt, dass die einiges auf dem Kasten haben. Ich glaube, wenn man da nicht zu schludrig mit umgeht und immer mal wieder vorbeischaut, wird das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, um körperlich fit zu bleiben. Aber ja, genügend Schlaf und Erholung, genauso wie eine gute Ernährung. Ich glaube, das sind alles Punkte, die am Ende mit reinspielen.